Bedürfnis, sich auszutauschen, ist so alt wie die Menschheit. So einfach wie heute war der Austausch noch nie. Facebook, Twitter und Co. vernetzen Menschen an jedem Ort zu jeder Zeit. Meinungen, Gerüchte, Fakten machen blitzschnell die Runde. Und das viel öffentlicher, als Sie vielleicht glauben. Was heute lustig ist, könnte Ihnen morgen peinlich sein. Denn einmal im Netz verbreiten sich Ihre Nachrichten auch ohne Ihr Zutun. Und sie bleiben im Internet kleben, auch wenn Sie sie längst gelöscht haben. Überlegen Sie, wem Sie persönliche Informationen zugänglich machen. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Privatsphäre-Einstellungen. Aber trotz strengster Einstellungen sieht Ihre Inhalte möglicherweise doch jemand, an den Sie nicht gedacht haben. Achten Sie auf Ihre Privatsphäre und auch auf die der anderen. Gute Kommunikation verzichtet auf Anfeindungen, Beleidigungen und Verleumdungen. Schlechter Stil wirft kein gutes Licht auf Sie oder die Generali-Versicherungen. Bleiben Sie respektvoll und höflich, beruflich wie privat. Und wenn Ihre berufliche Leidenschaft mit Ihnen durchgeht, denken Sie dran. Unternehmensinterner sind in Ihrem privaten Profil nicht gut aufgehoben, ebenso wenig Kritik an der Konkurrenz. Wenn Sie sich über Ihr Unternehmen äußern, machen Sie klar, dass es sich dabei um Ihre persönliche Meinung handelt. Aber nicht nur Ihre Meinung gehört Ihnen, sondern auch Ihre Texte, Bilder und Videos. Ihre Inhalte darf keiner ohne Ihre Zustimmung verwenden. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Inhalte, die Sie nicht selbst produziert haben, dürfen Sie nur mit Erlaubnis der Urheber verwenden. Alles klar? Na logisch. Geben Sie sich in der virtuellen Welt einfach genauso freundlich wie im wirklichen Leben. Dann bewegen Sie sich sicher durchs Netz. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.